Jessica, wo bleibst du denn? Tut mir leid, ich bin in einer Minute im Büro, Paul, okay? Die Börse eröffnet. Das mag dich vielleicht überraschen, aber die Geschäfte warten nicht auf uns. Jeffel, das große Geld, der ruft wieder an. Hier, der Kurs geht noch rauf, deine Provision steigt. Ja, wenn das stimmt, dann bist du ziemlich sexy. Es geht um zwei Geschwister, Jessica und Steve. Die beiden haben ihre Eltern sehr früh verloren. Jessica hat Steve quasi großgezogen, weil es ihr kleiner Bruder ist. Steve ist krank, weil er eine Blutbildungsstörung hat, ist er eben ständig auf Blutspenden angewiesen. Und jetzt ist aber sein Spender verschwunden und wir müssen den Spender unbedingt wiederfinden. Und ja, dieser Spender stellt sich heraus, ist ein illegaler Einwanderer. Alejandro. Sie waren nicht leicht zu finden. Stephanie ist verzweifelt, weil sie versucht, ihren Bruder zu retten. Um mich im Land zu behalten, kommt sie ganz spontan auf die verrückte Idee, mich zu heiraten, obwohl sie in einer festen Beziehung ist. Was? Wer ist der Kerl? Keine Ahnung, trau ihm nicht. Das ist doch absurd, du hast ihn mal geheiratet, Jessica. Und was willst du Paul erzählen? Sie trifft Entscheidungen, sie fackelt nicht lange. Was ich super sympathisch finde, was sie aber natürlich auch in Schwierigkeiten bringt. Ihre größte Stärke ist, dass sie durchgreift und das tut, was sie zu tun hat. Haben Sie zum Beispiel ein Fotoalbum? Etwas, das dokumentiert, dass es sich in Ihrem Fall nicht um eine Scheinehe handelt. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Ihr seht einen Film, der uns allen ganz viel Spaß gemacht hat zu drehen. Ihr seht ein Team, das viel Spaß hatte, zusammen zu arbeiten. Und ich hoffe, ihr werdet genauso viel Spaß haben wie ich. Paul hat mir einen Antrag gemacht. Was? Wir kommen alle in die Hölle.